Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge. Mein neuer PC. Ich habe alles eingebaut, wie ihr seht. Ich erkläre jetzt noch einmal kurz und erzähle auch ein bisschen was zum Airflow und dem Ganzen. Es ist nämlich dank der 5 Lüfter und der vorgegebenen Lüftersteuerung gar nicht so einfach, das richtige Prinzip herauszufinden. Wir fangen einmal an. Wir haben das Mainboard eingebaut, angeschlossen hier über diese blauen Kabel habe ich mir extra so ein bisschen was Schickeres geholt. Das ist quasi nur ein Verlängerungskabel, quasi an das Netzteil angeschlossen. Die gleichen Kabel habe ich hier für die Grafikkarte. Das ist übrigens eine alte Grafikkarte aus meinem alten Gehäuse, die habe ich mir nicht neu kaufen müssen, Gott sei Dank. Das ist die GeForce GTX 970. Hier oben, das ist der CPU-Stromanschluss, auch einmal mit diesem Verlängerungskabel. Und was kann ich denn noch erzählen? Ja, USB 3 für die Frontanschlüsse, sowie hier unten, das sind die Anschlüsse für die Steuerung vorne. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie man die anschließt. Das sind ziemlich kleine, einzelne Stecker. Auf jeden Fall immer ins Handbuch schauen vom Motherboard, dass sie richtig angeschlossen sind, alleine für Plus und Minus, weil das nicht separat gekennzeichnet ist in den meisten Fällen. Also da immer drauf achten, da werden auch viele kleine Fehler gemacht. Und hier habe ich noch den Audioanschluss für die Frontaudio-Lautsprecher. Das war's dazu eigentlich schon. Also ganz einfache, schnelle Sache. Warum ich das nicht jetzt im Einzelnen aufgezeigt habe, ist, weil es ist doch etwas kompliziert, gleichzeitig die Sachen festzuschrauben und ein bisschen rumzuwerkeln. Ihr hättet nicht viel gesehen, weil ich denn die ganze Zeit so vor der Kamera gewesen wäre. Deswegen seid mir da nicht böse. Aber vorerst schauen wir uns jetzt mal die Rückseite an. Auf der Rückseite angekommen, sehen wir hier unten schon das Netzteil. Das ist auch aus meinem alten Rechner. Das ist ein 750 Watt Netzteil. Bringt auch wirklich die Leistung. Das ist auch immer so ein Fakt, den man beachten muss. Es gibt 1000 Watt Netzteile, die aber gar nicht die Leistung aufbringen, die draufsteht. Da muss man immer wirklich aufpassen. In der Regel reicht selbst für diesen Rechner würde ein 450 Watt Netzteil reichen. Also man muss gar nicht so groß fassen. Ich hatte mir damals ein größeres geholt, allein aus dem Grund, weil ich eventuell mir nochmal eine neue Grafikkarte zulegen will und das dann miteinander verbinden. Bei 2 bis 3 Grafikkarten braucht man wirklich dann schon über 500 Watt. Kabelmanagement hier total chaotisch. Ihr seht halt, es ist immer diese Verbindungsstücke zwischen dem normalen Netzwerkkabel zu diesen Adaptern, die dann dieses blaue Bild bringen. Hier haben wir die ganzen USB-Anschlüsse. Es ist einfach gequetscht. Da kann man aber auch nichts besser machen. Ich bin froh, dass ich das alles hier unten relativ reingekriegt habe. Denn mehr ist nicht nötig. Ich hätte auch hier oben alles vollpacken können, aber fand ich jetzt nicht so schön. Vor allen Dingen, weil wir hier das Sichtfenster haben, dann muss es auch, selbst wenn es hinten ist, nicht ganz so voll aussehen. Hier waren, wie schon erklärt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, auch ganz lustig. Für die Mini-Festplatten, die Highspeed-Festplatten, habe ich auch eine reingesteckt, nicht vorne reingemacht, hat vorne nicht ganz gepasst. Deswegen lieber hier gut versteckt. Hier habe ich ein altes Blu-ray-Laufwerk drin. Musste leider auf die Seite, also quasi an erster Stelle, nicht an zweiter. Denn das ist doch ein kleiner Konstruktionsfehler, wie ich festgestellt habe. Hier oben habe ich ja diese Schlitze, um nach vorne durchzufassen und hier hinter genau auch. Nur wenn ich das Laufwerk einen Weg weiter nach hinten gesetzt hätte, hätte ich den nicht mehr nutzen können. Und das war aber leider das optimale Ausgangsfach, nenne ich das mal, für den Hauptstrom, für das Motherboard. Deswegen doch an der Stelle. Gut, gehen wir noch einmal zur Front.
Front ist eigentlich das falsche Wort, aber ich nenne es gern Front, weil es die Fensterseite ist, die Fensterfront quasi, und eigentlich das Hauptaugenmerk ist. Ihr seht ja auch, es ist schön sauber im Endeffekt. Ich habe zwar unten hier das kleine Fach, aber das sieht man gar nicht. Da unten sind ja die Kabel. Fällt nicht weiter ins Gewicht. Was ich noch vergessen hatte, hier unten habe ich die Festplatte dran. Das ist eine 1,5 Terabyte Festplatte. Also genügend Platz eigentlich, um alle Aufnahmen zu machen, um die Spiele zu spielen, die man so braucht. Jetzt kommen wir zum Airfloor. Wie gesagt, ich habe auf dem Motherboard 4 Anschlüsse für Ventilatoren mit integrierter Lüftersteuerung. Ich habe aber 6 Lüfter im Gehäuse. Dazu der hintere Lüfter, die 2 oberen, die 2 Front und der CPU-Lüfter. Der CPU-Lüfter hat einen einzelnen Anschluss. Den hatten wir ja in der letzten Folge angesetzt. Der ist hier oben versteckt. Dann habe ich hier unten einen. Der ist eigentlich für den hinteren. Ich erkläre gleich aber, warum ich den dafür nicht genutzt habe. Und hier unten 2. So, wie kriegen wir jetzt mit, sage ich mal, noch übrigen 5 Lüftern, den lassen wir außen vor, einen vernünftigen Airfloor hin? Hätte ich alle die genommen, die so vorgesehen waren, sprich der da und die 2 hier vorne, würde die Zuluft und die eine Abluft gesteuert werden. Aber die hier oben würden auf volle Kraft laufen, weil die direkt ans Netzteil angeschlossen sind. Sprich, hier würde gar keine Luft ankommen und das, was hier rauskommt, würde direkt hier nach oben abgesogen werden. Weil die Lüftung über die Lüftersteuerung immer gedrosselter ist als die volle Power. Normal. Also kann man sich alternativ ein Netzwerksteuerung nochmal dazu kaufen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Es kostet ja alles Geld. Das hier, was ich jetzt hier ausgegeben habe, war ja auch nicht wenig. Deswegen habe ich mir eine andere Lösung überlegt. Ich habe am Netzwerk angeschlossen diesen Lüfter und diesen Lüfter und diesen Lüfter. Dadurch habe ich, sage ich mal, einen vollen Strom hier durch. Sprich, hier kommt immer kalte Luft. Also der wird volle Pulle geben auf die Grafikkarte und in den CPU-Kühler mit rein. Und das wird auch die komplett heiße Luft hier hinten abgesogen, die hier entsteht. Diesen und diese 3 habe ich an die Lüftersteuerung gesetzt. Sprich, der kann gegebenenfalls nicht so stark laufen, würde trotzdem noch zusätzliche Luft für den CPU-Kühler abgeben. Und die hier oben würden die überschüssige Hitze, die entsteht hier drin, nach oben absaugen. Dadurch haben wir keine Hitzestau und auch den Unterdruck vorgebeugt. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Ein bisschen kürzer als die anderen Videos, aber ich denke doch, dass das wichtige Informationen sind, vor allen Dingen was den Airfloor angeht, den man immer beachten sollte, um größeren Dreck zu verhindern, indem man keinen Unterdruck hat oder entsprechend Überdruck und auch alles ausreichend gekühlt ist. Zu den Werten, die der PC jetzt bringt, werde ich nächste Woche Freitag kommen. Bis dahin!